mich erinnern können, wenn ich aufwache? Wenn du es willst. Ach so, und BJ, wenn du nichts dagegen hast, werde ich unsere Sitzung aufzeichnen. Du kannst tun, was du für nötig hältst, damit es mir besser geht. Also, was soll ich tun? Soll ich ein Pendel anstarren oder die Flamme einer Kerze? Nein, solche Tricks kommen nur im Kino vor. Es ist viel einfacher. Versuch ganz ruhig zu werden und schließ deine Augen. Genau so. Und jetzt ein paar Mal schön tief durchatmen. Atme ganz langsam wieder aus. Gut. Und jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du auf der obersten Stufe von einer sehr hohen Treppe stehst. Du fühlst dich sehr gut und vollkommen sicher. Und jetzt werden wir gemeinsam die Treppenstufen hinabgehen, eine nach der anderen. Wir gehen diese wunderschöne, stabile Treppe Schritt für Schritt hinunter. Und wir werden die Stufen gemeinsam zählen. Also gut, los geht's. Eins, zwei, zähl mit. Eins, zwei, drei, vier. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben das fehlende Teil des Puzzles gefunden. Die Antwort auf die letzte Frage. Was machen Sie denn hier? Ich wollte Sie gerade dasselbe fragen. Aber ich sehe ja, was Sie hier tun. Sie durchsuchen Kellys Sachen. Ich bin als Polizist hier. Ganz offiziell? Wohl kaum. Hallo, Winston. Bloß so aus Neugier würde ich gerne sehen, was Sie da gefunden haben. Ich zeig's Ihnen aber nicht. Tja, dann ist es wohl an der Zeit, dass wir jetzt Kelly anrufen. Mal sehen, was sie davon hält, dass sie in ihrem Schreibtisch rumwühlen. Komm mal, bitte. Eine wundervolle Idee. Ja, das muss ich auch sagen. Wirklich? Du hast den Brief von Cruz doch gelesen. Und darin steht ganz eindeutig, er hat Frank getötet. Kelly, komm schon. Ein paar Worte auf einem Stück Papier sollen mich davon überzeugen, dass einer meiner besten Freunde jemanden umbringt und einfach wegläuft. Das ist doch Unsinn. Please, bitte. Bitte lass das jetzt. Ich will nichts davon hören. Kelly, noch eine Frage. War es McCabe? Hat er womöglich Cruz gezwungen zu verschwinden? War es so? Schließlich stellt er ja auffällig viele Fragen über Cruz. Wo sind denn die Partygäste hin? Oh, hallo. Die meisten sind inzwischen draußen auf der Terrasse. Oh, ich fürchte, ich störe ein Privatgespräch. Entschuldigt bitte, ich gehe und suche Kelly. Du störst gar nicht. Eigentlich habe ich Rosa versprochen, ihr dabei zu helfen, das Dessert rauszutragen. Hilf mir doch. Kelly, hilf du ruhig, Rosa. Geh nur. Ich warte hier auf dich und wir reden nachher weiter. Also, worauf warten Sie noch? Denken Sie wirklich, Sie könnten mich kaufen? Oh ja, das denke ich tatsächlich. Ersparen wir uns die Förmlichkeiten. Hm? Sie können ihn haben. Tragen Sie die Summe ein und verschwinden Sie endlich aus Sophias Leben. Ich liebe Sophia. Oh bitte, Ken. Das schlägt mir auf den Magen. Das Angebot hier ist einmalig gut. Mit dem Geld können Sie sich eine Insel kaufen oder ein Fitnessstudio. So eine Chance bietet sich Ihnen nie wieder, das wissen Sie. Wie viel Geld wäre denn nötig, um Sie zu einem glücklichen Mann zu machen? Sie tun mir leid, Sissi. Das macht doch nichts. Nehmen Sie endlich den Scheck. Maika! Ich kann nichts sehen. Gar nichts? Nein! Lassen Sie mich Ihre Augen sehen. Was? Wo? Wo ist der Schmerz? Wo ist der Schmerz? Im Kopf. Es tut furchtbar weh. Okay, okay. Aber wo sitzt der Schmerz? Zeigen Sie es. Hier. Genau hier. Es ist alles schwarz vor meinen Augen. Was passiert mit mir? Bin ich jetzt blind? Oh.
Hören Sie, ich bin nicht ganz sicher, was Sie genau haben. Aber ich glaube, Sie haben eine Migräne, einen schweren Anfall. Und der ist so stark, dass er sogar Ihr Sehvermögen beeinträchtigt. Dann ist es nur vorübergehend. Ich will mich in einer so wichtigen Sache nicht mit Vermutungen begnügen. Ich möchte Sie lieber im Krankenhaus einem ausführlichen Nein. Test unterziehen. Nein! Das geht nicht wegen meiner Familie. Sie haben auch so schon genug durchgemacht. Jody, Sie haben eine sehr schwerwiegende Störung. Und deshalb müssen wir herausfinden, was es Sie ist. Sie haben doch gesagt, was es ist. Es ist eine Migräne. Sowas kommt doch vor. Sie wird wieder weggehen, wie die Anfälle vorher. Maika, meiner Tochter, geht es sehr schlecht. Und meinem Mann auch. Er lässt es sich nicht anmerken, aber was die Familie angeht, macht er sich große Sorgen. Ich kann im Augenblick nicht ins Krankenhaus, so verstehen Sie mich doch. Hören Sie, Gott bewahre, dass der Verlust Ihrer Sehkraft anhält. Ihrer Familie wird es in jedem Fall auffallen. Ich werde schon damit fertig, wenn es soweit kommen sollte. Erstmal halte ich mich an Ihre Aussage, dass es Migräne ist und wieder weggeht und ich dann wieder sehen kann. Ich denke, das wird es auch sein. Sie sind offensichtlich störrisch wie ein Maultier. Ja, aber damit lässt es sich ganz gut leben. Bitte, Maika, untersuchen Sie mich hier. Ich glaube, die Schmerzen sind schon besser geworden. Dazu brauche ich meine Instrumente. Wir könnten zu mir gehen, aber am besten ist es wirklich im Krankenhaus. Ich sagte doch gerade, da kriegen Sie mich nicht hin. Kommen Sie. Bitte. Jetzt geben Sie mir Ihren Arm und keiner sieht, was los ist, wenn wir zu Ihnen fahren. Ach, Jody, warum machen Sie es nicht so schwer? Ich weiß. Aber es ist meine Entscheidung. Ich will nicht ins Krankenhaus, Maika. Also kommen Sie und führen Sie mich hier raus. Ich wusste, wenn Sie jemals zwischen Sophia und einem Scheck wählen müssten, wie die Entscheidung ausfallen würde. Sie genießen die Situation, nicht wahr? Ja, und ob zugegeben. Ich finde es faszinierend, wie leicht auch Menschen zu korrumpieren sind. Na los, tragen Sie die Summe ein. Mal sehen, ob sie jetzt immer noch lächeln. Oh, es sieht aus, als sei Ihnen doch etwas mulmig. Ein Angebot zu machen ist eine Sache, es aber dann auch einzuhalten eine andere. Ich habe mehr Geld, als Sie zu träumen wagen. Für mich ist das hier Kleingeld. Lösen Sie ihn ein. Sind Sie sicher, dass er gedeckt ist? Das wäre sehr peinlich für mich und für Sie. Der Scheck platzt nicht. Und dann verlassen Sie die Stadt. Noch heute. Und nie mehr ein Wort über heiraten. Ist das klar? Die Hochzeit findet nicht statt und Sie verschwinden aus Sophias Leben. Ich denke, Sophia wäre sicher äußerst geschmeichelt, wenn sie wüsste, dass sie Ihnen so viel wert ist. Ich warne Sie. Erfährt Sophia ein Wort von diesem Scheck. Dann lasse ich ihn platzen. Und nicht nur das. Soll ich deutlicher werden? Zeigen Sie es mir oder rufen wir Kelly an? Warren, warum verschwinden Sie nicht einfach? Das hier geht Sie überhaupt nichts an. Nur Sie geht es erst recht nichts an, was Kelly an Ihrem Schreibtisch hat. Doch für meine Zeitung wäre es ein prima Aufmacher, finde ich.
Hat man auch nicht alle Tage FBI-Agent als Einbrecher erwischt. Was soll das werden, Lockbridge? Ein Detektivspiel oder was? Das ist kein Spiel, McCabe. Wenn es um meine Freunde geht, finde ich das nicht komisch. Inzwischen haben fast alle Leute, die ich gern mag, durch Sie Schwierigkeiten. Also, jetzt sagen Sie mir schon, wer als Nächster dran ist. Na gut, dann sehen Sie sich das mal an und sagen Sie mir, was Ihnen dazu einfällt. Das ist Schnee von gestern, das ist Müll. Und dennoch sehr interessant für mich. Da steht, dass B.J. Walker die Tochter von Cruz ist. Cruz wurde gezwungen, das zu schreiben. Der Wahnsinnige hätte ihn sonst erschossen. Selbst wenn das Geständnis erzwungen wurde. Trotzdem kann es doch wahr sein. Hören Sie doch auf, von Wahrheit zu reden, McCabe. Die interessiert Sie doch nicht. Sie wollen doch nur schnell und feinsäuberlich Ihren Fall hier abschließen, aber nicht so. Nicht, wenn Sie denken, Cruz hätte Frank Goodman getötet, weil B.J. seine Tochter... Das habe ich nie gesagt. Cruz hat gesagt, er hätte es getan, nicht ich. Andere sagen, er deckt jemanden. Nur wieso denn? Und wen? Sawyer? Jody? Oder sogar jemanden, der ihm noch näher steht? Hey, Detective Lockridge. Kennen Sie den hier? Ein Knopf von einem Kleid. Ich habe, was Mode angeht, keine Ahnung. Außerdem interessiert Sie meine Meinung überhaupt nicht. Weil Sie nämlich glauben, dass Sie den Mörder schon längst gefunden haben. Es stellt sich die Frage, gehen Sie mit Winston raus oder ich? Gut. Wenn Sie recht haben und der Brief für Kelly so unwichtig ist, wieso hat sie ihn dann aufgehoben? Tja, so sind Frauen nun mal. Sie können nichts wegwerfen. Winston, vielleicht führst du lieber ihn aus. Sehr gut. Lass uns jetzt über Frank reden. Das war einfach furchtbar. Schon vom ersten Tag an. Er hatte mich doch bloß zu einer Tour auf dem Motorrad eingeladen. BJ, dass du den Missbrauch nicht vergessen hast, weiß ich. Und das ist besser als diese schmerzhaften Erfahrungen einfach verdrängen zu wollen. Das ist viel gesünder. Aber heute wollen wir noch weitergehen. Zu den Dingen, die sich auch abgespielt haben, doch von denen noch nie gesprochen wurde. Die ganz geheimen Dinge, erinnerst du dich daran? Das ist böse. Es ist so böse. Wir sind nicht hier, um über Gut oder Böse zu urteilen. Wir sind hier, um uns zu erinnern. Er griff mich an. Ich habe mich gewehrt. Er hat geblutet. Wieso ist es so weit gekommen? Frank wollte nicht aufhören. Ich nahm mir die Schere und stach ihn damit in die Hand. Es hat geblutet. Tropf. 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 So viel Blut. Und das war mir ganz egal. Ja, das ist doch ganz normal, BJ. Du hast dich nur gewehrt. Und jetzt werden du und ich zusammen noch einen weiteren Schritt runtergehen. Ich möchte, dass du dich noch an ein anderes Mal erinnerst, als du Angst hattest, dass Frank dir wehtun würde. Ich habe Angst. Das ist nicht schlimm. Ich habe solche Angst. Es ist heiß. Und es ist dunkel. Und lauter Sand fliegt durch die Luft. Ich kann nichts sehen. Und der Sand, ich spüre ihn in meinem Hals.
kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Ich bin ja bei dir. Sag mir, was passiert. Ich kann nicht mehr. Was? Wieso kannst du nicht mehr? Hat es was mit Frank zu tun? BJ, sag's mir. Alles ist vollkommen dunkel. Ich ertrinke. Nein, nein, dir geschieht nichts. Irgendwas passiert mit Frank. Ich will, dass du hinsiehst und es mir sagst. Sag mir, was du siehst. Hilfe! Hilfe! Okay, wir gehen beide zusammen die Stufen wieder hinauf, BJ. 13, 12. Hör mir zu, BJ, komm mit. Wir gehen zusammen nach oben, wo es sicher und hell ist. 11, 10, zähl mit, BJ. 9, 8, zählen! 7, 6. Du machst das gut. 5. Du machst das wirklich gut. Sehr gut. 4. 3. 2. 1. Willkommen zurück. Hallo. Hat es funktioniert? Frag nicht mich. Was geht in dir vor? Die Sache mit der Schere. Ja. Ich hatte Angst. Sehr sogar. Du hattest das Gefühl zu ertrinken. Wieso habe ich sowas gesagt? Was kann das bedeuten? Ach, weißt du, ich denke, das ist in deinem Fall wahrscheinlich so eine Art Schutzmechanismus. Aber das ist okay. Es war auch genug für heute. Ich will das nicht nochmal machen. Ich bin es leid, in der Vergangenheit zu leben. Ich will einfach normal sein. Da ist diese Party heute. Warren hatte mich eingeladen und ich kaufe extra ein neues Kleid. Doch anstatt auf die Party zu gehen, quäle ich mich hier durch fürchterliche Erinnerungen. BJ, deine Zeit für Partys kommt noch. Aber ich rate dir, arbeite noch weiter an dir, bevor du dir das antust. Ich könnte doch noch immer hin, das wäre toll. Nein, nein, das wäre jetzt höchstwahrscheinlich keine sehr gute Idee. Denn du merkst es vielleicht nicht, aber die Sitzung, die wir gerade hatten, war wirklich emotional sehr anstrengend für dich. Ich glaube, es ist wichtig für dich, dass du hier in dieser Umgebung bleibst. Du brauchst Ruhe. Und hier kannst du sicher sein. Die Welt kann für dich in deinem Zustand sehr gefährlich sein. Darf ich erfahren, was Sie hier suchen? Wissen Sie, das ist eine sehr vertrackte Geschichte. Und jetzt wünschte ich, ich könnte mich in Luft auflösen. Es tut mir so leid, Sissy. Sie haben alles gehört. Mein Gespräch mit Ken. Ja, ich habe alles mit angehört. Und jetzt deprimiert mich mein Leben noch mehr als vorher. Das müssen Sie mir erklären. Wie meinen Sie das? Na ja, was Sie da gerade angestellt haben, das war romantisch. Das war wundervoll. Das ist Liebe. Und dabei fiel mir ein, dass in meinem Leben um mich noch nie so gekämpft worden ist. Sophia würde das wohl nicht ganz so sehen, sondern sie würde es mir übel nehmen und als gemeine Manipulation missverstehen. Dann ist sie schlicht und einfach blind. Es gibt nicht mehr sehr viele richtige Männer auf dieser Welt. Männer mit genug Stärke und Courage, die für ihre Ziele zu kämpfen bereit sind. Anders gesagt, nach dieser kleinen Demonstration von Stärke kann man wieder Hoffnung haben. Ein paar könnten ja noch übrig sein, die so sind wie Sie. Ja, aber dazu braucht man ebenso selbstbewusste Frauen, die vor starken Männern keine Angst haben. Halt, lassen Sie mich das für Sie tun. Okay.
Ken, ich glaube einfach, dass es nicht sehr nett wäre, sich hier in irgendeine Ecke zu verdrücken. Das hier ist CC's Pub. Wenn ich mich nicht täusche, in CC Capwell nimmt er es nicht so genau mit guten Manieren. Nein, aber trotzdem ließ er uns bisher weitgehend in Frieden. Und ich denke, er wäre nicht sehr angetan, uns hier in einer Ecke zu sehen. Das wäre für alle sehr peinlich und... Naja, totale Abstinenz ist ja auch nicht gesund. Um ganz ehrlich zu sein, es ist schön, mit einer Frau zu sprechen, die einen versteht. Und ich hoffe, es gibt noch einige Männer von Ihrem Format. Ich bin es leid, immer so zu tun, als sei ich schwächer, als ich bin, nur damit die Männer nicht zu viel Angst haben. Ich bringe das eben nach oben, ja? Sieh ihn dir an, er sieht ziemlich zufrieden aus. Nicht mal ein kleiner Wutanfall. Und er versucht auch nicht, mir Geschichten zu erzählen über deine ach so niederen Motive. Anscheinend habe ich ihn unterschätzt. Ich wusste gar nicht, wie großzügig dein Ex-Mann sein kann. Cici hat uns beiden ein Hochzeitsgeschenk gemacht. Nun, eigentlich ist es eher ein Geschenk zum Abschied. Was hat das zu bedeuten? Ist das? Sage ich doch, es ist ein Geschenk zum Abschied. Ich gehe weg und das ist mein Geschenk. Du nimmst so etwas von ihm an? Ken, was soll das bedeuten? Ich bin doch hier, oder nicht? Es ist absolut unglaublich. Er denkt, dass er mein Leben noch immer dirigieren kann. Ich suche den Mistkerl und werfe ihm das hier vor die Füße, nein, okay? Nein. Der ist für mich gedacht. Ich kann das schon selbst erledigen. Sophia, ist die Party vorbei? Für CC schon. Wissen Sie, wo Kelly steckt? Ich suche sie. Nein, ich habe sie vorhin mit Reese gesehen, aber wo sie jetzt ist, weiß ich nicht. Danke. Hier kann man sich ja direkt verirren. Habt ihr die Zimmer mal gezählt? Reese, geh doch weg. Ach, Kelly. Du weißt, ich würde dir nie etwas zuleide tun. Und ich möchte dich auch nicht weiter belästigen. Und was tust du hier gerade? Ich suche nur die Wahrheit. Sag mir, wieso hat Cruz gelogen? Und wieso ist er geflohen und wen will er beschützen? Warum denkst du, dass er jemanden schützen will? Möglicherweise beschützt er Warren. Warren war in der Nacht da draußen. Und er liebt BJ. Nein, das ergibt keinen Sinn. Warren würde nie zulassen, dass Cruz die Schuld auf sich nimmt. Jody. Denkt Cruz, Jody hätte es getan? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Dazu kennt er Jody zu gut. Also wenn Jody es nicht getan hat und Warren es nicht getan hat und ich ja auch nicht und ganz sicher hat Sawyer es auch nicht getan. Naja, wer bleibt dann noch, Kelly? Ist er deswegen weg? Zum Schutz seiner Freundin, die er über alles auf der Welt liebt. Was redest du da bloß, Reese? Von welcher Frau sprichst du, die Cruz angeblich schützt? Hast du es getan? Hast du Frank getötet, Kelly? Drehst du jetzt durch? Ich weiß es nicht. Ja, das macht mich alles verrückt. Die ganze Sache macht mich irre, denn keiner von uns vertraut dem anderen noch. Was soll ich denn tun, damit du mir glaubst, dass mich das Ganze genauso verrückt macht wie dich? Kelly, Cruz liebt dich. Und sag nicht, er würde so einfach abhauen, ohne dir nicht vorher wenigstens erklärt zu haben, wieso er weg will. Trotzdem hat er mich verlassen, ohne Erklärung. Also bitte, hör jetzt endlich auf. Nein, damit kann ich nicht aufhören. Denn McCabe wird dich ganz sicher nicht in Ruhe lassen. Er ist ein Pitbull. Hat er sich erstmal verbissen, lässt er nicht mehr los. Und daran geht meine Familie kaputt.
Reese. Er hat ein Geständnis, also muss er die Anklage gegen Sawyer doch fallen lassen. Der Kerl wird das Gegenteil tun. Er weiß, dass Sawyer unschuldig ist. Sawyer ist nur Mittel zum Zweck, solange er den Täter nicht kennt. Und eine wird daran zugrunde gehen. Das ist Jody. Heute spielt sie den Partylöwen, als wäre alles wie sonst. Aber ihr geht es schlecht. Und bald erträgt sie den Druck nicht mehr. Kelly, hilf mir doch. Ich würde dir selbstverständlich helfen, wenn ich's könnte. Das musst du mir glauben. Wenn ich's könnte, würde ich es tun. Tut mir leid, Kelly. Das glaube ich dir nicht. Und ich hoffe bloß, dass durch das Geheimnis, das du mit Coos teilst, nicht noch weiteres Leid für meine Familie entsteht. Denn das könnten wir einfach nicht ertragen. Die Patientin war sehr interessiert. Nein, schreiben Sie, geradezu erpicht auf das Experiment. Sie hatte keinerlei Probleme, sich unter der Hypnose zu entspannen. Zu Beginn kamen ihre Erinnerungen sehr frei und spontan, bis ich die Konzentration auf den Mann lenkte, der sie missbraucht hat. Sie erinnerte sich an einen verdrängten Vorfall, einen, bei welchem sie sich mit Gewalt gegen einen seiner Angriffe gewehrt hatte, indem sie ihm in die Hand stach. Aber die andere Gewalttat ist ihr im jetzigen Stadium noch nicht zugänglich. Okay. Wir gehen beide zusammen die Stufen wieder hinauf. 13, 12. Hör zu, BJ, komm mit. Wir gehen zusammen nach oben, wo es sicher und hell ist. 11, 10. Die Frage, die sich mir stellt, lautet, inwieweit die Patientin sich wohl jemals der Erkenntnis wird stellen können, dass sie einen Mann getötet hat. Die Prognose, dass sie geheilt wird, ist unter diesen Umständen bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Wie ist es gelaufen? Hat es sich Winston ein bisschen bequem gemacht? Nicht nur er, auch McCabe. McCabe war im Haus? Und er hat deine Sachen durchwühlt. Hast du die Polizei gerufen? Er ist die Polizei. Und er hat den Brief gefunden. Oh mein Gott. Ich fürchte, er glaubt, was da drin steht. Was hat er gesagt? Dass es ein gutes Motiv wäre. Natürlich habe ich ihm gesagt, dass Cruz zum Schreiben gezwungen wurde. Vaughn, lass das keinen hören. Niemanden, okay? Wirklich niemanden. Versprichst du mir das? Niemanden. Was ist mit Kelly los? Oh, offenbar hatte sie noch irgendwas im Backofen. Ach so. Reese, lassen Sie sie. Sie macht schon genug durch. Es ist einfach so, dass ich es nicht übers Herz bringen kann, ihr zu sagen, dass ich abreisen werde. Und deswegen fliege ich am besten noch heute. Oh, ein Ehrenmann. Nicht übertreiben. Ich bin sowieso nicht sicher, ob es so richtig ist. Aber wenn Sie unbedingt wollen, kann ich gerne noch etwas bleiben. Ich kann Sie von meinem Chauffeur sofort zum Flughafen fahren lassen. Ich will doch keinen Chauffeur. Ich will nur Bargeld und das jetzt. Ich höre wohl nicht recht. Sie können doch nicht glauben, ich hätte 250.000 Dollar in Cash zu Hause. Für einen Mann wie Sie ist das doch ganz sicher eine Selbstverständlichkeit. Und deshalb sehen Sie mal an Ihrem kleinen fetten Sparschwein nach und plündern es, bevor ich meine Pläne ändere. Und Sie fliegen noch heute. Ist das klar? Na sicher doch. Ich hatte nicht mehr an die Sicherheit, die zu haben. Der Eroberung liegt doch schon lange.
Was hat er gesagt, dass du ihm den Scheck gegeben hast? Du kennst ihn besser. Er kann eben nicht verlieren. Aber er weiß jetzt immerhin, dass wir, du und ich, uns niemals wieder trennen werden. Hey, du Partyprinz. Bin ich gemeint? Der Herr ist wohl nicht in Form. Da hast du mal wieder recht. BJ, nicht wahr? Das war nicht schwer zu erraten. Kleine bedeutet dir anscheinend sehr viel, richtig? Lass uns bitte von etwas anderem reden. Ja? Ich meine es nicht sarkastisch. Ich weiß, dass du schon lange auf die richtige Frau gewartet hast. Wenn BJ diejenige ist, dann würde es mich für dich freuen. Das finde ich großartig. Ja, wirklich. Kann ich mir nicht vorstellen. Da draußen ist niemand. Ich dachte, ich hätte sie gesehen. Nein, ich bin sogar sicher, sie war es. Es sah aus, als ob sie uns beobachtet hat. BJ? Hallo, bist du hier irgendwo? Oh, und ich bin sicher, sie war da. Sag mir nicht, dass dir das oft passiert in letzter Zeit. Das wäre bedenklich. Also, wenn sie hergekommen wäre, wäre sie wohl durch die Tür gekommen, anstatt sich in den Büschen zu verstecken. Seit wann weißt du denn über uns Frauen Bescheid? Wenn sie uns da vorhin gesehen hat, dann ist doch völlig klar, was ihr durch den Kopf geht. Sehen schon besser? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe solche Angst, dass ich nicht mehr weiß, was ich mir einrede und was nicht. Doch falls ich gleich singe, nähe mein Gott zu dir, dann nehmen sie es nicht ernst. Okay. Machen Sie die Augen zu und tief atmen. Gut. Und jetzt bitte die Augen öffnen. Und? Was können Sie sehen? Lichter. Ich sehe Lichter. Und Umrisse. Und Ihr Gesicht. Sie haben eine Brille auf. Ich kann wieder sehen. Oh mein Gott. Schön. Die meisten Menschen sind nicht so begeistert, wenn sie mich wiedersehen. Was macht der Schmerz? Der ist noch da, aber nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann Sie sehen. Gut, dann gebe ich Ihnen ein paar Medikamente, bevor Sie gehen, gegen die Schmerzen. Ach, Sie sind wunderbar. Sagen Sie mir, was habe ich gehabt? Ich brauche sicherheitshalber noch ein paar Tests. Aber es war offenbar eine durch schwere Migräne bedingte Blindheit, hervorgerufen durch starke Schmerzen. Ich denke, es ist vorbei. Bis zum nächsten Anfall. Entschuldigung. Ja? Hallo, hier ist Reese. Doktor, man hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen vielleicht meine Frau finden kann. Ja, sie ist hier. Ich hole sie. Es ist Reese. Hallo, Schatz.
Hi, ich vermute, es geht um Sawyer und Aurora. Irgendeine neue Information, die uns bei der Suche nützen könnte? Nein, nicht wirklich. Micah hatte eine Idee, aber es hat nicht funktioniert. Geht es dir gut? Ja, und noch besser geht's mir, wenn du kommst und mich abholst. Bin auf dem Weg, Schatz. Micah, Sie müssen mir versprechen, dass Rhys nichts davon erfährt. Jody, es geht hier nicht um Kleinigkeiten, sondern um vorübergehende Blindheit. Er hat ein Recht, das zu wissen. Ich weiß, sicher hat er das. Und ich werde es ihm sagen, im richtigen Augenblick, aber meine Güte, doch nicht jetzt. Oh, was machen Sie denn hier? Ich wollte nur... Ich muss jetzt warten gehen. Warten Sie, da war noch was. Ich habe das hier gefunden. Der Knopf soll angeblich Ihnen gehören. Ist der von einem Ihrer Kleider? Ist doch egal. Wirklich ein hübscher Knopf, finde ich. Sowas gibt es ziemlich selten. Ich trage das Kleid sowieso nicht mehr. Ach, das Kleid will sie nicht mehr tragen. Das war bestimmt nicht BJ, die ist in ihrem Zimmer und schläft. Absolut sicher. Eine Freundin von mir sagt, sie hätte sie hier im Garten gesehen. Warte eine Minute, ich sehe nach. Er sagt, sie ist im Bett. Es ist mir völlig egal, was er sagt. Ich bin ganz sicher, sie war's. Sie hat da draußen vor dem Fenster gestanden. Er ist da. Ich stehle doch nichts, aber ich merke mir jedes Wort. Was fällt Ihnen ein? Sie hatten kein Recht dazu. Ach ja? Und Sie und Cruz hatten kein Recht, die Wahrheit neu zu erfinden, Kelly. Das hier sind nur ein Haufen Lügen. Es bedeutet nicht... Oh, es mag manches gelogen sein, aber doch längst nicht alles. Da steht, BJ Walker ist Cruz' Tochter. Ist sie nicht. Wissen Sie, genau diese Liebe habe ich nicht gesehen. Dumm von mir. Denn wer Cruz und sie je erlebt hat, der weiß, was da los war. Sowas sieht man nicht allzu oft. Also musste ich nachdenken. Und ich sagte zu mir, wieso verlässt ein Mann wohl die Frau, die er über alles liebt? Es ist klar, dass sie nicht kapieren, wovon sie reden. Es sei denn, dass er einen guten Grund hat. BJ, seine Tochter, sein kleiner Schatz. Denn sie hat mit dem Revolver Frank Goodman erschossen. Das stimmt doch, oder? Raus hier! Und er konnte ihr Leiden nicht weiter mit ansehen. Also spielt er uns den Mörder vor. Und da er ja weiß, wie effizient wir sind, denkt er auch an das Kleid, das sie getragen hat. Und verbrennt es. Hier in diesem Kamin. Wie wollen Sie das beweisen, womit Sie ich Idiot? Das beweisen will? Damit! Der stammt von BJ Walkers Kleid. Sie hat mir gesagt, er gehört ihr. Raus hier. Jetzt raus hier. Und wissen Sie was? Früher oder später werden Sie es einsehen. Jetzt ist alles klar, Kelly. Ich kenne inzwischen die ganze Wahrheit. Hier haben Sie das verdammte Geld. Und jetzt verlassen Sie dieses Haus. Ich bin schon weg. Sie ist weg. Also war sie es doch. Wieso kommt sie da nicht rein? Warren, du musst sie finden. Wir hatten heute Abend eine sehr intensive Sitzung. Es ist kaum zu beschreiben, wie gefährdet sie in ihrem Zustand ist. Bereit.
Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.